Aktionsmonat Mai 2021, anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Einfach zusammen anders erleben. Ein Film der Behindertenbeauftragten und des örtlichen Teilhabemanagements Burgenlandkreis. Wir als Burgenlandkreis unterstützen das erste Mal in diesem Jahr eine bundesweite Kampagne Assistenzhunde willkommen. Viele Bürger kennen Blindenführhunde, aber selten sieht man jemanden mit einem Assistenzhund. Assistenzhunde werden benötigt von Menschen mit Autismus, mit Epilepsie, mit Traumabelastung und weiteren Erkrankungen. Diese Hunde dürfen genauso wie Blindenführhunde in Geschäfte, in Kliniken, in Gaststätten, nur das weiß leider keiner. Also wenn Sie uns unterstützen möchten, melden Sie sich bei uns und wir geben Ihnen gerne Informationsmaterial. Am 28.05. ist der Internationale Tag der leichten Sprache. Im Behindertengleichstellungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt ist das Recht verankert, dass Träger der öffentlichen Verwaltung, unter anderem Bescheide und Allgemeinverfügung, auf Verlangen in verständlicher Weise zu kommunizieren haben. Mit unserer Postkartenaktion werden wir die Verwaltung darauf aufmerksam machen. Sie sollen in die Pflicht genommen werden, dies umzusetzen. Gleichzeitig möchten wir aber auch unterstützen. Aus diesem Grund gibt es für Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeiter ein für Sie kostenfreies Online-Fortbildungsangebot über das Konrad-Martin-Haus im Burgenlandkreis. Denn Wichtiges muss verständlich sein. Ich bin Bundesfreiwilligendienstlerin im Bereich Behindertenbeauftragte und bin verantwortlich für das Projekt Barrieren abbauen, bunt und kreativ. Mit Klemmbausteinen bauen wir Rampen wie diese, um Barrieren im Burgenlandkreis abzubauen. Aus diesem Grund rufen wir noch einmal auf, Ihre unbenutzten Klemmbausteine gerne an uns zu spenden. Diese können Sie in unseren Anlaufstellen abgeben. Vielen Dank. Das örtliche Teilhabemanagement wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt finanziert.